Ja, liebe Gemeinde, ich hatte gerade das Vorrecht, mit euren Männern über versöhnt kämpfen nachzudenken. Und eigentlich schließt sich Versöhnung und Kampf ja aus. Aber ich glaube, wenn Versöhnung und Kampf Freunde werden, dann werden wir nicht nur älter, sondern auch reifer. Und wir haben intensiv miteinander gerungen. Wir haben über Kämpfen nachgedacht, über Leidenschaft, Verantwortung übernehmen, Entscheidungen treffen, in Hingabe leben. Und wir haben über Versöhnung nachgedacht, was es bedeutet, dass uns Gott zuspricht, dass wir liebenswürdig sind, dass wir bedingungslos geliebt sind und wie sich das dann auch auf unsere Beziehungen und auf unser Tun auswirken kann. Und ich behaupte, wenn eure Männer richtig gut zugehört haben, dann werden sie in Zukunft nicht verwildert und einsam sterben, sondern sie werden ein Segen sein für euch. Und ich wünsche euch als Gemeinde insgesamt weiterhin Gottes Segen. Ich bin erstaunt, wie viel Power ihr habt, wie sehr Gott in der Mitte in eurem Leben ist. Bleibt auf Spur und alles Liebe. Bis bald vielleicht mal. Liebe Gemeinde, ich grüße euch hier von der Männerfreizeit aus Radom vom Wald. Wir haben das Thema gehabt, Saul, ein Leben nach dem Peinlichkeitsvermeidungsideal, kurz gesagt Menschenfurcht. Und wir haben uns am Leben von Saul angeschaut, wie sein Bild oder sein Blick auf Gott immer kleiner wird und Gott in seinen Augen immer kleiner wird und die Furcht vor Menschen zunimmt. Und die Antwort darauf ist, dass wir ein angemessenes, großes Bild von Gott haben und alle Dinge und alle anderen Fragen bekommen ein angemessenes Bild. Ich wünsche euch Gottes Segen. Amen.
Liebe Gemeinde, ich bin Horst Engelmann von Forum Wiedenest, bin hier zu Gast bei euren Männern. Und wir haben heute Morgen so einen Blick in Gottes Herz hineingetan. Es geht um das Thema Mission. Und Mission fängt nicht mit Menschen an, sondern fängt mit Gott an. Gott hat Jesus auf die Erde geschickt als ersten Missionar. Gott schickt den Heiligen Geist, um Leute zu überzeugen. Und Gott führt uns, jeden Einzelnen von uns, dahin, dass wir andere Menschen erreichen können. Und das ist einfach cool. Sehr schön, mit euren Männern hier zusammen zu sein. Und Gottes Segen auch euch als ganze Gemeinde.